Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich denke mal, heute können wir wieder einen Teaser warten. Und so sieht's aus. Wieder der nächste Teaser in-game. Top Secret. Eine neue Waffe vielleicht. Dann können wir es ja nochmal anschauen. Und wieder wie gestern alles erstmal verschlüsselt. Und dann habe ich hier eine Rakete. Oben steht nur noch Top Secret. Denke ich mal, hat aber nichts zu bedeuten. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Vielleicht irgendwie wie in Call of Duty, dass man für 20 Kills einen Nuke bekommt. Weiß ich aber nicht ganz genau. Da muss man schauen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Allerdings, bevor ich das tue, würde ich mich natürlich riesig über einen Abo freuen. Und ihr könnt natürlich gerne auch dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und heute werde ich auch jetzt in Urlaub fahren. Das heißt, morgen wird noch ein vorbereitetes Video kommen. Danach hatte ich allerdings gestern keine Zeit mehr, um Videos zu machen, deshalb kommen die nächsten Tage dann, kommt dann Freitag, Samstag, Sonntag kein Video, aber Montag wird dann wieder ein Video kommen und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den Item Shop an. Heute haben wir wieder die Fußballskins, dann haben wir den Unterdrücker-Skin, der hat ja den Standard und den blauen Stil. Ja, jetzt haben wir die Plasma-Klinge, hier selbige Stile und noch die dreieckmuster Lackierung. Hier hat man leider keinen weiteren blauen Stil. Dann haben wir als nächstes den Agent des Chaos. Der sieht ja so ein bisschen aus, oder ich denke mal, er wird auf jeden Fall etwas mit der Storyline zu tun haben. Der hat ja auch so ein bisschen Öl und alles und er wird ja nicht zufällig einfach dann heute nochmal im Shop sein. Und ich glaube auch auf dem einen Teaser, der jetzt in der Nacht gekommen ist, wurde tatsächlich der Standort der Ölplattform geleakt. Die soll nämlich südwestlich, glaube ich, von Slurpy Swamp sein. Und ich denke mal, der Skin wird auf jeden Fall etwas damit zu tun haben. Dazu haben wir dann die Chaos-Sense und die schwarze Schleimlackierung. Dann haben wir die Viehdieben, den die Sporenbeil Spitzhacke und den Cowboy Skin und dazu dann noch die Allzweck Axt. Dann haben wir die Marki Meisterin im Standard und im Nachtstil, rote Verteidigerin im Kopfbedeckung und ohne Kopfbedeckungsstil. Dann haben wir als nächstes die Jubelstimmung. Dann haben wir die Eisbrecher Spitzhacke rund um die Uhr. Und Schrittwechsel. Als nächstes haben wir dann noch den Fußballshop. Hier haben wir die Möglichkeit, die Farbe anzupassen, indem wir einfach das Land einstellen. Es gibt ganz viele verschiedene Muster dann auch noch unter den unterschiedlichen Skins. Man kann natürlich auch die Nummer einstellen, die dann auf dem Shirt, steht. Dann können wir als Grundskin einmal die Spielmacherin wählen, die tolle Torschützen, Dribbelprofi und Flankierin, dann den Kopfballer, den Mittelfeldmeister, Spitzenstürmer und den agilen Ausputzer, dann Balltricks. Als nächstes haben wir den rote Karti-Mode, dann das Elite-Töppen, dann Vuvuzela. Als nächstes haben wir noch den Torgefahrgleiter und zu guter Letzt das Lufthorn. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.